somit was geht ab, Jungs, und damit herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute zeige ich euch, was ich in dem guten Store von Salon Roger gekauft habe. Wie ihr im Vorspann schon unschwer erkennen konntet, bin ich mit meiner Freundin nach Belgien gefahren. Dort haben wir ein wenig geshoppt. Diese zwei schönen Kartons haben wir mitgenommen. Warenwert liegt bei ungefähr 500 Euro. Ich würde sagen, ich stelle euch das Ganze jetzt einfach mal vor. Wir haben einige Angebote mitgenommen. Unter anderem waren diese schönen Raketen im Angebot. Superball von der Starline. Mit richtig, richtig fetten Kugelkopfraketen. 7 Stück sind hier drin. 3 was kleinere und 4 richtig fette. Preis lag bei 49,50 Euro. Und die können sich wirklich sehen lassen. Also das sind wirklich brachiale Teile. Habe ich einfach mal mitgenommen. Auf Wunsch meiner Freundin, die wollte die ganz gerne mal testen. Dann machen wir direkt weiter. Was haben wir denn hier noch Schönes? Schön viele verschiedene Sachen. Genau wie in dem Karton hier. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Machen wir weiter. Megatresk. Mit Zündschnur von Privatex Büro. Bin ich mal gespannt, was die Dinger so taugen. Bei denen liegt die NEM jetzt bei 0,5 Gramm pro Dollar. Was doch schon bei Blitzknallsatz auf jeden Fall ganz schön ordentlich ist. So, machen wir direkt weiter. Haben wir hier schöne Single Shots. Und zwar die sogenannten Bastards. Special made for China Red Netherlands. 100 Stück in der Packung waren auch wieder ein Angebot, deswegen habe ich die direkt zweimal mitgenommen. Was ich damit vorhab, könnt ihr euch ja schon mal ausmalen oder in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht Vorschläge habt oder Ideen, was ich damit vorhaben könnte oder was ich damit machen soll. Wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Eine kleine Idee von mir war, daraus eine Cake zu bauen. Da muss man aber dann mal schauen, je nachdem, wie das zeitlich dieses Jahr alles so hinhaut. So, genau, zweimal 100 Stück. Wäre dann eine 200 Schuss Salut-Batterie. Das würde, glaube ich, richtig rumsen. Dann haben wir hier mit dabei die Megatresk Explo. Sind noch die mit Reibekopf. Hier sind auf dem Label leider so unschöne Aufkleber drauf. Warum auch immer. Ist aber auch eigentlich nicht so tragisch. NEC müsste da ungefähr bei 0,5 Gramm pro Böller liegen. Schauen wir aber direkt mal nach. Ne, die haben sogar 30 Gramm pro Paket. Das heißt, ein Böller hat 3 Gramm. Das ist dann doch schon was ordentlicher. Bin ich mal gespannt, wie die so abschneiden werden. Test zu den ganzen Sachen kann ich natürlich auch für euch raushauen. Das müsstet ihr mir dann einfach nur mal in die Kommentare schreiben, habt ihr da Bock drauf oder nicht. Ein Vergleich wird auf jeden Fall kommen. So viel kann ich euch sagen. Dann haben wir hier die Super Katitos XL. 60 Stück, also quasi eine Umverpackung von den kleinen Verpackungen. Nein, also das ist die Stufe unter einer Verkaufseinheit sozusagen. Ich würde sagen, dass ich die eigentlich auch mal auspacken könnte. Aha, genau. Und dann haben wir hier jetzt 6 Einzelverpackungen von den Super Gatitos XL von Elgato. Schauen wir uns mal an, wie groß so ein einzelner Böller ist. Erstaunlich süße Größe. Also ich hätte mir die echt ein wenig größer vorgestellt, wenn man jetzt mal so im Vergleich zu meiner Hand sieht. Sind die ja doch schon relativ mickrig. Aber ich bin der Meinung, dass die Dinger auf jeden Fall richtig was drauf haben. Sind NEC 3,5 Gramm. Frage ist, pro Böller oder pro Packung? Naja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Tests können gerne folgen. Das liegt dann an euch. So, dann haben wir hier Extreme Super Trueno Extremo. Extreme Rojo steht noch drauf. Wieder so rote Flinders bzw. Spanish Cracker. Zumindest in dem Design. Von der Größe wahrscheinlich ziemlich ähnlich.
mit dem Pinken. Ein bisschen dicker. Aber auf jeden Fall ein super Design. Die Lunte ist auf jeden Fall was kurz. Aber verantwortungsbewusster Umgang mit Pyrotechnik ist ja selbstverständlich. Deshalb sollte da auch nichts schief gehen. Kann ich euch sowieso immer nur ans Herz legen bei solchen Böllern. Am besten immer auf den Boden legen, anzünden und dann rasch entfernen. So, weiter geht's. Dann haben wir hier die Megatresk Extra in der grünen Version. Kannte ich so vorher nicht von Privatex Pyro. Die sind ab 16, nee, auch ab 18 in Holland Kategorie P1. NEC sind 10 Gramm pro Packung. So, davon haben wir nicht nur eine Packung, nicht nur 5 Packungen, sondern gleich direkt 10 mitgenommen. Das war halt einfach ein gutes Angebot, da konnte ich nicht nein sagen. Vielleicht machen wir da auch mal eine dicke Massenzündung von. Was haltet ihr denn davon? Zunächst haben wir hier unten noch 2 dicke Cakes. Da auf jeden Fall danke an Salon Roger, der hat mir hier 2 schöne Batterien zur Verfügung gestellt. Von Alpha Fireworks, einmal die Meltdown und einmal eine andere, die ist aber in einem anderen Paket, da kommen wir gleich zu. Jetzt versuchen wir erstmal hier die Böller rauszuholen. Die Shock Pirate haben auf jeden Fall was vom FP3, also da weiß man, wo die sich die Inspiration hergeholt haben. Aber da tut sich ja auf dem Pyromarkt mittlerweile nicht mehr wirklich was. Die Designs sind ja fast immer dieselben. Da gibt es zwar ein paar, die ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber naja, nichtsdestotrotz. 0,5 Gramm pro Böller, also 10 Gramm pro Packung. War auch wieder ein Angebot, deswegen direkt 10 Mal zugeschlagen. Habt ihr Bock auf so eine richtig fette Massenzündung? Dann haut's mal in die Kommentare. So, wie versprochen, hatten wir dann jetzt hier auch vom Shop-Inhaber. Sehr cool auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Die Alpha Fireworks Meltdown. 35 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer, 25 und 30 mm Kaliber, 423 Gramm NEC. Also das ist schon ein echt großes Gerät. Ja, mein zumindest so. Die Packung ist nämlich ein bisschen gemogelt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei anderen ist, aber die Verpackung hätte schon ein bisschen kleiner sein können. Naja, bin ich mal gespannt, was das Ding so kann. Ich hatte aber überlegt, so eine Art Salon Roger oder Roger, wie auch immer man euch jetzt ausspricht, Special rauszuhauen. Falls ihr darauf Bock habt, sagt mir Bescheid, Leute. Ihr könnt euch ja schon vorstellen, wie das ungefähr ablaufen wird. Ganzen Artikel irgendwie in ein Video hauen und dann geht schon los. Man muss mal gucken, wie man das hier mit einer Hand alles so gebacken bekommt. Die Batze lasse ich jetzt auch mal im Karton. Da haben wir noch von Vulcan die Tiger, die Diamond Collection. Auch eine schöne Batterie mit 80 Schuss. Das war ein relativ kleines Kaliber, meine ich. Ja, 20 mm müssen das haben. Aber die sah auf dem Video, was ich mir noch im Laden angeguckt habe, ganz gut aus. Also wie gesagt, Kaliber 20 müssten das sein. Einfach mal mitgenommen. Auch der Frau zuliebe, die Tiger von Vulcan. So, dann haben wir den ersten Karton ja auch schon leer. Dann würde ich sagen, dann kann der jetzt erstmal auf Seite. So, wir haben das Ganze jetzt schon mal geöffnet. Hier haben wir auf jeden Fall auch eine schöne Mischung drin. Starten tun wir mit Skull Thunder. Schöne Knallmatte. Da haben wir, ich glaube, 4 Meter Länge. Müssen das sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auch von Salon Roger Fireworks. Direkt 2-mal mitgenommen. Auch schon mal so ein paar Ideen. Gerne in die Kommentare hauen. Ich glaube, das sollte ordentlich fetzen, wenn man die zusammen raushaut. Dann haben wir hier die Toeno Nummer 6. Special. Oder E-Special. Wie auch immer. Von Elgato Pyrotechnica. Auch wieder. Spanish Cracker, Flinder. So, gucken wir uns die mal an. Sogar hier in 5er Steps verpackt. Und die Dinger hatte ich schon mal und da kann ich euch sagen, die taugen auf jeden Fall richtig was.
Ne? So. Auch wenn es optisch relativ schlicht ist, finde ich auf jeden Fall, sind die Designs immer echt richtig cool. Dann haben wir hier unten noch die Fender Big Box 24 Color Shocks. Drei verschiedene Typen. Ja, war auch mal wieder so ein Angebot, kauf zwei, kriegst du billiger. Haben wir uns direkt gedacht, alles klar, nehmen wir zweimal mit. Die Fender Big Box. So, dann haben wir hier ebenfalls ein Angebot zugeschlagen. Shock Attack. Ja, Single Shots mal wieder. Auch relativ schlicht, aber cool designt. Hätte man ja auch mal wieder so eine Idee, was man damit vorhaben könnte. Also falls ihr Bock habt, dass die Serie auf Schlag von vor Ewigkeiten mal wieder fortgesetzt wird, dann würde ich sagen, springt mal den Like-Button. Damit gebt ihr mir dann das Go. Hier ebenfalls Shock Attack. Musste ich einfach zuschlagen. Dann haben wir hier unten noch die Maskletta. Das sind ziemlich süße kleine Truenos. Und eine Packung. Eine machen wir jetzt mal auf, um das mal kurz zu demonstrieren. Wir haben verschiedenste Farben dran, alle in derselben Größe. Kleine Truenos. In, Moment. Lila, Pink, Grün, Blau, Gelb. Ja. Kann man einiges mit anstellen. Vielleicht eine selbstgemachte Maskletta zu Silvester, das wäre doch eigentlich auch nicht schlecht. Naja, mal schauen, was sich so ergibt. Wie so eure Vorschläge aussehen. Wie gesagt, viermal. So, und dann haben wir hier unten noch die Grom Extreme. Mit jeweils 40 Stück in der Packung. Weiß ich gar nicht, von Orion Fireworks, glaube ich, oder Original Orion. NEC liegt bei 0,45 Gramm. Haben wir insgesamt 80 Böller von. So, und dann die zweite Batterie, die der Geschäftsinhaber mir dazu getan hat, ist von Alpha Fireworks, die Ultra. 20 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer, 25 mm, 284 Gramm NEM. Ich würde sagen, wir haben das jetzt hier zwar schon so schön auf dem Karton aufgereiht, aber wir machen nochmal eine kleine Gesamtübersicht, ja, damit ihr nochmal so seht, was ich da so ungefähr mitgenommen habe. Und wie gesagt, Leute, schreibt auf jeden Fall jetzt schon mal in die Kommentare, was ihr so für Vorstellungen und Wünsche mit diesen schönen Artikeln hier habt. Dann würde ich sagen, reicht das jetzt auf. Bis gleich. So, Pyros, wir haben jetzt nochmal eine kleine Gesamtübersicht für euch hergestellt. Ist jetzt zwar alles ein bisschen wirr, aber ich hatte jetzt hier leider nicht mehr Platz und habe leider auch nicht mehr Zeit, das Ganze zu sortieren. So oder so schon lange genug gedauert. Ist man ja nicht mehr gewöhnt, dieses Feuerwerk auf Reihen. Aber naja, lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich finde es auf jeden Fall erstaunlich, wenn man mal überlegt, wenn man jetzt hier in einen Discounter in Deutschland gegangen wäre, hätte man auf jeden Fall einiges mehr bekommen. Wahrscheinlich aber keine Böller von dieser Qualität. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Haut unbedingt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und somit wünsche ich euch noch eine schöne Vorfreudezeit. Haut rein, Pyros!